Die Dinge an den US-Aktienmärkten sind so bullisch, dass es schon wieder bärisch ist. So hat Lance Roberts seinen Wochenausblick überschrieben. Und in der Tat, die Stimmung ist bullisch. Wir sehen eine neue Allzeithochs praktisch täglich. Der S&P 500 in 14 der letzten 15 Wochen gestiegen, gab es zuletzt in 1972. Also zu Zeiten, als so langsam Computer irgendwie in Sichtweite kamen, aber noch weit weg waren. Heute dagegen haben wir KI-Euphorie. Es ist wichtiger, hier Nvidia nach oben zu zocken und zu sagen, das ist grenzenlos, das wird das Megading schlechthin, als eben die Befürchtung, dass die Fed die Zinsen weniger stark senkt und später senkt, vor allem als man zuvor gedacht hat. Schauen wir uns die derzeitige Ausgangslage mal an einem Montag, der zunächst mal ja ruhig beginnt. Wir haben dann allerdings morgen die US-Verbraucherpreise, haben nächste Woche dann, und das wird wahrscheinlich ein Schlüssel, die Zahlen von Nvidia. Hier sehen wir zunächst mal das von Lance Roberts bemessene Investor-Sentiment mit über 97 praktisch nicht mehr großartig zu toppen. So bullisch ist diese ganze Geschichte. Wir haben ja Stimmung der Privatanleger extrem bullisch, Positionierung der Vermögensverwalter extrem und. Also diese Fear and Greed Index, diese ganzen Dinge, die hier mit reinspielen. Und hier sehen wir, das gab es zuletzt 1972, damals übrigens 1972, ging es dann in der 15. Woche nicht mehr nach oben. Dann folgte eine Korrektur von 3 Wochen. Danach ging es dann wieder nach oben. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aber everyone is in the same trade, so sagt es Goldman Sachs. Jeder ist all in im selben Trade, nämlich all in Tech, zum Beispiel Nvidia. Da darf nichts schief gehen. Dementsprechend wird das natürlich vor allem dann interessant, wenn Nvidia diese hohen Erwartungen erfüllen muss. Und hier sehen wir eben diese enorme Konzentration in diesen Tech-Werten. Alle sind im selben Boot, alle glauben, das wird die Story des Jahrtausends. Und dadurch haben wir ein gewisses Klumpenrisiko. Das Ganze wird noch verstärkt durch Optionen. Vor allem institutionelle Investoren gehen mit Optionen dann noch auf die Long-Seite in diesen großen Tech-Aktien. Dadurch müssen die Verkäufer dieser Optionen sich absichern, indem sie das Underlying kaufen, also auch wieder diese Tech-Aktien kaufen. Und so sehen wir, dass wir im Wochenchart beim S&P 500 jetzt so überkauft sind wie seit 4 Jahren nicht mehr. Das ist schon eine gewisse Zeit. Also wir sehen, es ist ein absolute toller Einstiegszeitpunkt. Hier sehen wir mal diesen Fahnenstangen-Chart to the moon von Nvidia, und dann kriegen wir solche Nachrichten wie: Sam Altman will mal eben 7 Billionen Dollar für neue KI-Chipfabriken einsammeln. 7 Billionen, das ist fast das Doppelte dessen, was Deutschland an BIP hat in einem Jahr. Also praktisch fast die doppelte oder 2 Jahre Wirtschaftsleistung Deutschland. Das will dieser Mann mal eben so einsammeln. Das zeigt, wie euphorisch die Dinge sind, wie entgrenzt die Dinge ein bisschen sind. Und ja, natürlich, KI ist ein großes Thema. Aber wer macht Geld mit KI? Das ist bisher noch in sehr geringem Umfang der Fall, bis auf eben Nvidia, die natürlich als Schaufelverkäufer in diesem Goldrausch sehr gut leben. Wir sehen hier den Skew, das ist praktisch der Preis für weit außerhalb des Geldes liegende Put-Optionen oder auch Call-Optionen. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass der Skew so gering ist, also man Put-Optionen bekommt, die weit aus dem Geld sind, die man vielleicht kaufen kann, um sich abzusichern vor einem rapiden Fall des Marktes. Die kosten derzeit sehr wenig, weil niemand damit rechnet. Das ist aber meistens, passieren die Dinge dann, wenn niemand mit etwas rechnet, passiert es dann auch. Das hatten wir zuletzt 2018, vor sechs Jahren. Oh, 6, nicht 5, Geld, Februar 2018, damals das Volmageddon. Damals sind diejenigen, die auf einen permanent fallenden VIX, also das Volatilitätsbarometer, spekulierten, komplett aus der Kurve geflogen, als dann der VIX explodierte. Schauen wir uns mal das Muster an im Vergleich zum Vorjahr. Hier sehen wir mal orange oder rote, das ist das, was bis etwa demselben Zeitraum im Februar passiert ist im Jahr 2023, und der Vergleich hier mit dem dunkleren Balken
was in diesem Jahr bis zu diesem Zeitpunkt im Februar passiert ist. Und wir sehen ganz ähnliches Muster, noch mehr Dominanz der Magnificent Seven als im letzten Jahr. Dabei scheiden Apple und Tesla als Unterstützer aus und das Ganze wird aber mehr als aufgefangen durch Nvidia. Nvidia ist also das, was sozusagen diese ganze Magnificent Seven Geschichte vor allem nach oben treibt, auch wenn Tesla und Apple weitgehend ausfallen. Wenn wir uns mal die Relation von S&P 500 ohne Tech anschauen, dann sehen wir, dass der praktisch auf einem Tief handelt, wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr, würde man jetzt Tech mal rausnehmen. Also Tech ist das, was läuft. Wir sehen hier Tech 32% des S&P 500, also praktisch ein Drittel. Wer einen S&P 500 ETF sich zulegte, der kauft dann eben mindestens zu einem Drittel Tech. Das ist die höchste Konzentration, die wir je hatten. Die Daten werden erst seit 1980 ermittelt. Wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung der sogenannten Fangman-Aktien, also Meta, Gesichtsbuch, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia von knapp 13 Billionen Dollar. Das ist nicht so wenig und schauen wir uns mal an. Ohne diese Magnificent Seven wären wir, naja, nicht mal zweistellig im Plus seit Anfang 2023. Und 2023 war ja ein sehr positives Jahr, anders als 2022. Und das Interessante ist, jetzt werden aber Gelder abgezogen aus den Aktienmärkten. Wir haben jetzt die größten Abflüsse seit September 2023. Und wer zieht diese Gelder ab? Nun vor allem wahrscheinlich die etwas älteren Herrschaften, die Babyboomer, die sagen, wow, cool, hier werden meine Aktien nach oben gekauft und die sind es auch, die dann frühzeitig in Rente gehen. Excess Retirees sehen wir hier mal unten in dieser Grafik, wieder deutlich nach oben gegangen. Das korrespondiert meist eben auch mit der Entwicklung der Aktienmärkte. Das wiederum bedeutet, wenn Leute frühzeitig in Pension gehen, fehlen Arbeitskräfte, steigen die Löhne, steigt latent die Inflation. Haben wir Arbeitskräftemangel und diese Konzentration in US-Tech, die führt zu einer Dominanz des US-Aktienmarktes, der jetzt 70% des MSCI World ausmacht, also praktisch ein ETF, das die Welt abbilden soll, ist aber zu 70% USA. Wer das kauft, kauft also vorwiegend USA. Auch hier wieder ein gewisses Klumpenrisiko. Jetzt sind andere bullish und sagen, ja, guckst du mal an, wir sind jetzt 5% so bisher im Februar gestiegen. Gab 28 andere Jahre, wo wir da mindestens 5% gestiegen waren bis Februar. Und in den meisten Fällen, nämlich in 25 von 28 Fällen, ging es dann nochmal weiter nach oben, nämlich um 13,3%. Also es ist bullish. Wenn es bullish ist, dann wird es noch bullischer. Das ist sozusagen die Logik. Die Börsengeschichte gibt das zumindest her. Die Frage ist, wo soll es noch herkommen? Wie krass können die Dinge noch werden? Wir sehen dann auf der anderen Seite zum Beispiel, dass ja sehr viele Menschen im Tech-Bereich entlassen werden. Wir bekommen fast täglich Nachrichten von Mitarbeitern, die entlassen werden, vor allem aus Tech-Companies, weil die sagen, ja, wir wollen jetzt investieren in KI, statt eben hier irgendwelche Mitarbeiter noch zu beschäftigen, die mit KI nicht so viel zu tun haben. SAP zum Beispiel hat sich jetzt entschieden, einen anderen Menschen als CEO einzusetzen, für die Platten oder als Aufsichtsrat einzusetzen. Man setzt jetzt auf einen KI-Experten, KI. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite eben diese Fed-Geschichte. Morgen, wie gesagt, ja die Verbraucherpreise aus den USA. Hier sagen viele Ökonomen, ja Mensch, die Fed, die ist ja schon jetzt zu rigide geworden mit ihrer Zinspolitik. Normalerweise dauert es im Durchschnitt acht Monate von der letzten Zinsanhebung bis dann zur ersten Zinssenkung. Im März wäre das soweit, dann hätten wir die 8 Monate voll. Die Frage ist, was soll die Fed tun? Euphorische Märkte, dann in euphorische Märkte noch die Zinsen senken. Das dürfte ein Rezept sein, das der Fed wahrscheinlich nicht gefällt. Inzwischen werden nur noch knapp über 4 Zinssenkungen erwartet durch die Märkte. Das war ja schon mal noch um Weihnachten rum, waren das 7 Zinssenkungen. Jetzt sind wir noch bei gut 4, also es ging nach unten morgen. Wichtig natürlich dann die Inflationsdaten
hier die erwarteten 3,0%, die hier angenommen werden. Wir haben aber gesehen, dass eben die Löhne wieder stark gestiegen sind, wie die Arbeitsmarktdaten gezeigt haben. Wir haben gesehen, dass der ISM Service mit 64 bei der Preiskomponente einen scharfen Preisdruck nach oben gezeigt hat. Und hier dieser Mensch tut alles, um die Überhitzung der Wirtschaft am Laufen zu halten, weil er wahrscheinlich die Wahl gewinnen will, aber 86% der Amerikaner sagen, Biden ist zu alt. Und hier gibt es ja verstärkt Zweifel letztendlich, ob Biden das überhaupt noch packen kann. Die Demokraten halten daran fest, das könnte ein großer Fehler sein. Jetzt versucht man über TikTok jüngere Leute zu erreichen. Auch Trump ist ja jetzt nicht der allerjüngste. Immerhin sagen 62% der Befragten in den USA, auch Trump ist schon zu alt. Jetzt haben wir hier noch ein geopolitisches Thema. Israel hat Rafah angegriffen. Mit Luftschlägen, die Saudis und andere haben davor gewarnt, auch Ägypten. Hier hat man bisher Luftschläge gemacht, wohl über 100 Tote, so heißt es. Mal sehen, ob sich das weiter entzündet oder wie hier die Lage weitergehen wird. Darauf wird heute auch zu achten sein, auf die Reaktion eben der islamischen Länder. Kommen wir nach Europa. Die Zeit für einen Zinsschwenk ist nahe, sagt Italiens Panetta. Es gibt hier ein klares Muster. Die Franzosen und die Italiener wollen die Zinsen senken. Andere wie die Holländer, die Deutschen und die Österreicher sagen, nein, 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 das wäre zu gefährlich, zu früh, zu vorzeitig. Wir haben doch gesehen, 70er, 80er Jahre, dass das wieder zurückschlagen kann mit der Inflation. In der Tat, die Löhne steigen ja relativ deutlich. Und die Energiekosten steigen auch weiter. Hier jetzt der ehemalige amerikanische Energieminister im Kabinett Obama und der Physiker Stephen Chu, der sagt, wenn die Grünen vernünftig wären, würden sie Atomenergien vorziehen. Wäre eigentlich eine optimale Ergänzung. Wind, Solar und Atom, gerade neuere Atomkraftwerke, konnte man ja extrem schnell rauffahren, sind dann grundlastfähig. Aber das passt nicht ins Weltbild. Das ist böse, das ist sozusagen diskreditiert aus Sicht der Grünen. Deswegen darf und kann das nicht passieren. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Momentum, Emotionen und Mechanismen der Dotcom-Bubble. Das ist das, was derzeit an den Märkten passiert. Das Big Picture lesen Sie in diesem Artikel, wenn Sie wissen wollen, was hier der Fall ist. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Deutsche Wirtschaft, Industrienation im freien Fall. Wir sind auf dem absteigenden Ast. Das lässt sich durch Zahlen ja durchaus belegen und ist nicht nur subjektive Stimmung. Diese beiden Artikel möchte ich Ihnen an die Hand geben zum Wochenstart in diesen herrlichen Montag und sage Servus und Ciao.